Herzlich willkommen im Tiergarten Nürnberg. Mein Name ist Matthias Orgeldinger, ich bin Diplombiologe und führe als Zoobegleiter Besuchergruppen durch den Tiergarten. Heute gehen wir zu zwei charakteristischen Tieren Australiens, dem grauen Riesenkänguru und dem Emu. Beide können nicht rückwärts laufen und deshalb hat man sie zu Wappentieren gemacht. Vorwärts Australien! Känguru und Emu sollen verdeutlichen, dass die australische Nation mutig nach vorne schreitet. Aber dürfen wir uns Tiere zum Vorbild nehmen, sie vermenschlichen? Können wir so abstrakte Begriffe wie Fortschritt oder Freiheit einfach auf Tiere übertragen? Kann ein Tier, das keine Sprache besitzt, überhaupt in solchen Kategorien denken? Natürlich können wir unsere Tiere nicht fragen, ob sie sich eingesperrt fühlen. Aber wir können es aus ihrem Verhalten schließen. Ein graues Riesenkänguru kann bis zu 88 Stundenkilometer erreichen und dabei 3 Meter hoch 13,5 Meter weit springen. Die Kängurus könnten ihr Gehege also jederzeit verlassen. Sie tun es aber nicht, weil sie im Gehege alles finden, was sie zum Leben brauchen, weil sie es schon nach kurzer Eingewöhnungszeit als ihr Territorium ansehen, in dem sie Sicherheit, Nahrung, artgerechte Lebensbedingungen und Geschlechtspartner vorfinden. Der Zaun, die Mauer oder der Graben schützt also eher die Zootiere vor den Besuchern als umgekehrt. Und das gilt für viele Gehege. Nur bei Löwen, Tigern und anderen Arten, die dem Besucher gefährlich werden könnten, sind die Absperrungen unüberwindlich. Denn in extrem seltenen Fällen kann ein Zootier sein Territorium verlassen wollen. In Panik kann ein Känguru schon mal über den Zaun hüpfen. Hat es sich beruhigt, kehrt es aber schnell wieder in sein sicheres Wohnzimmer zurück. Wir sollten mit Vermenschlichungen sehr vorsichtig sein. Zootiere fühlen sich nicht eingesperrt. Hier tut sich was. Dein Tiergarten Nürnberg.